wollen die hier sponsern. Ja. Bitte hier herzukommen, denn the first six half marathon, please come to the victory ceremony. We're starting in about 2 minutes. Und ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Jedenfalls haben Sie ihm eine Büste schnitzen lassen in Afrika aus einem Affenbrotbaum. Das ist also Horst Wyczynski. Aber da war er noch hübsch und schön. Also, herzlichen Glückwunsch, Horst Wyczynski. Hier auch zum 60. 30 Jahre lang dabei. Und so sieht man ihn also in Afrika. Ein dunkles Kapitel der Paderborner Osterlaufgeschichte. Okay, Gratulation an Horst Wyczynski. Und jetzt also dann die besten 6. Ich habe gesehen, die sind da glaube ich schon hinterm Zelt oder im Zelt. Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, dann geht's los. Also wenn ihr die Liste habt der besten 6, dann würde ich sagen, lasst uns einfach anfangen. 4. mit einer Zeit von 1:04:14 aus Kenia, Stanley Kipkoskei Salil. Mr. Pacemaker. Dann kommen wir zu den 3 Schnellsten. Der 3. er lief eine 1:01:36, kommt ebenfalls aus Kenia, Abel Kirui. Auf Platz 2, 1:01:31, aus Kenia, Josef Golepus. Und der Sieger, an der Zeit von 1:01:30, neuer Streckenrekord hier in Paderborn beim 60. Lauf. Moses Kipkoskei Keegan, da ist er, so ist er. Mit einem neuen Streckenrekord, 1:01:30. Überhaupt blieben die ersten 3 Läufer unter der alten Rekordmarke von 1:01:49. Der kleinste ist der größte. Jetzt reißt ihm nicht die Arme aus. So, also hier ist der Sieger mit dem neuen Streckenrekord, Moses Keegan. 1,57 Meter, habe ich mal scherzen lassen. Und er bekommt natürlich den Preis von E.ON, aber auch einen Ehrenpreis der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland von Angela Merkel, einen Gutschein über 100 Euro. Ja, mehr ist nicht drin bei euren Steuern. Pussy, Augenblick bitte. Augenblick. Ich darf jetzt eine Person auf die Bühne bitten hier, der ja eine Prämie ausgelobt hatte für eine Zeit unter 60 Minuten, was so ein bisschen illusorisch war. Matthias Stute, der Chef der Jans Computer AG, komm mal bitte hier oben hin. Und er hat gesagt, weil das nicht ganz geklappt hat, dann machen wir das anders. Da alle 3 unter dem Streckenrekord geblieben sind, bekommt jeder von der Jans Computer AG 1000 Euro extra. Danke, Matthias. Und ich finde, die Jungs haben sich das verdient, denn sie haben ein klasse Rennen hier abgeliefert. Vor allen Dingen auch in der Gestaltung. Ein Blick auf das Ergebnis im Halbmarathon der Männer. Es siegte mit neuem Streckenrekord Moses Keegan aus Kenia in 1:01:30. Eine Sekunde dahinter auf dem 2. Platz Josef Golepus und 3. Abel Kirui mit 1:01:36, ebenfalls deutlich unter dem bestehenden Streckenrekord. Hinter den 3 Führenden dann doch eine deutliche Lücke und bester Deutscher auf Platz 10, Martin Beckmann mit 1:06:02. Und wie hoch die internationalen Standards auf dieser Strecke liegen, ersehen Sie an der Tatsache, dass sich die Siegerzeit etwa auf Platz 30 der aktuellen Weltjahresbestenliste einreiht. Und nach einem tollen Rennen noch einmal ein Blick auf den Zieleinlauf aus der Sicht des Drittplatzierten. Ich bin heiser.
24. Weiter geht es mit dem vierten Platz. Auch ein Stammgast hier in Paderborn. Ihre Zeit 1:14:42, ebenfalls aus der Tschechischen Republik, Petra Kaminkova. Sie hat schon zweimal nie gewonnen. Zweimal hier bereits schon gewonnen, also ich sagte ja, Stammgast hier in Paderborn. Dann kommen wir zum dritten Platz in der Zeit von 1:13:32 und der geht ebenfalls an eine Läuferin aus Kenia, Susan Kurui. Platz 2, da sehen wir die Vorjahressiegerin mit einer Zeit von 1:12:54 aus Kenia kommen, Beatrice Omwanza. Und Siegerin am heutigen Tage mit großem Vorsprung, eine Zeit von 1:10:53 aus Kenia, Caroline Kipto. Verdiente Blumen, verdiente Preise und ein Ehrenpreis des Bundesministers des Inneren, der ja auch zuständig ist für den Sport, Dr. Wolfgang Schäuble, über 100 Euro. Der Innenminister hat halt auch nicht mehr, aber es ist ja der Ehrenpreis, dieser Ehrenteller, das ist der Preis des Innenministers und natürlich die Preise von E.ON, von Essex. Das Ergebnis im Halbmarathon der Frauen. Es siegte Caroline Kipto mit 1:10:53, zwei Minuten dahinter die Vorjahressiegerin Beatrice Omwanza, dritte Susan Kurui. Beste Deutsche auf Platz 7, Janet Wager aus Darmstadt in 1:18:20 und ganz ausgezeichnet auch der 10. Platz von Maike Wallow, 1:25:33 in der W40. Siegerinnen und Sieger dürfen jetzt wieder hier im Cabrio eine kleine Gratulationstour absolvieren hier. Also, im Halbmarathon beim 60. Internationalen Paderborner Osterlauf, beim Jubiläumslauf. Ich hoffe, die Hand ist nur zum Schutz da. '68 Paderborner Osterlaufsieger Manfred Steffni. Damals bist du immer noch mit dem Hund gelaufen, ich weiß es ganz genau. Ja, ja, ja. Da hatte ich noch Hunde, im Moment nicht. Gut, jetzt ist nur noch die Frau geblieben. Ja, der Windhund ist mir jetzt zu schnell geworden. Manfred begleitet immer noch die Laufszene und ist immer noch mit dabei, bei allen Topläufen dabei. Und wenn es einen Toplauf gibt, Paderborner Osterlauf ist ja dabei. Manfred Steffni, ein Urgestein des Marathonlaufes und einer, der der Laufbewegung einen großen Impuls gegeben hat. Und einen und neben aller Prominenz, wie zum Beispiel Manfred Steffni, ehemaliger Olympiateilnehmer und Herausgeber einer Laufzeitschrift, sei vor allen Dingen auch Bernhard Kuhhoff genannt, der das Kunststück fertigbrachte, bei 60 Ausgaben des Osterlaufes als Kampfrichter dabei gewesen zu sein. Und entworfen worden von dem Herrn rechts von mir, einem vielfachen Sieger bei vielen Veranstaltungen, ein vielfacher Teilnehmer früher auch am Paderborner Osterlauf, Lothar von dem Bottlenberg. Und auch Lothar von dem Bottlenberg wollen wir erwähnen, der zum Jubiläum ein sehr informatives Buch über 60 Jahre Paderborner Osterlaufgeschichte herausgab. Also ganz Besonderes. Ei, ei, ei. Hans, kann man ohne Brille lesen, glaube ich, ist groß geschrieben. Aber wir haben uns natürlich noch etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich wir haben von der AFV Medienproduktion Weihrauch in Verbindung mit dem Pressebüro
Thomas Kinzen haben wir einen Film erstellen lassen. Also meine Stimme ist ein bisschen. Und wir kommen zur Abschlusspressekonferenz. Wenn man sich einmal hier in Paderborn bewährt hat und hier gewonnen hat. Rogers Rock
congratulations. The winner of 10 kilometer race in Paderborn. Ich möchte euch eigentlich noch so ein paar Dinge kundtun, mich bedanken. Erstens bei der Paderborner Bevölkerung, die heute ab 12 Uhr den kompletten Heierswall ab der Jugendherberge schon bevölkert hat. Ich glaube, wir von der Polizei in der nächsten Woche die Zahlen kriegen, die Schätzung der Zuschauer an der Strecke, wird auch das einmal einen Rekord darstellen. Wolfgang hat es eben schon gesagt, wir sind rumgefahren, es gibt gar so viele Grillfäden wie noch nie. An der Strecke war richtig was los. Und meinen zweiten Dank möchte ich loswerden an unser großes Team, was knapp 350 ehrenamtliche Helfer hier ausmacht, die in den letzten Tagen ja eine wahnsinnige Arbeit geleistet haben und natürlich aufgrund der neuen Streckenführung das Personal aber noch richtig aufgestockt werden musste. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr alle wieder mit dabei. Der Presse herzlichen Dank für die gute Unterstützung des 60. Paderborner Osterlaufes, präsentiert von der Ehren Westfalen Weber im ganzen Jahr. Ich denke, beim 61. geht es weiter so. Und was wir ändern und verbessern können, schauen wir uns anschließend an. Danke. Damit ist weitgehend alles gesagt. Wir kommen zum Ende dieses Berichts und werfen nochmal einen Blick auf das Läuferfeld beim Zielanlauf des Halbmarathons. So, wir begrüßen mit der 23.303 Maria. Dorothee ist auch im Ziel. Und mit der 23.172 Sandra. Oh, wunderbar, Porsche. Du nennst es, die Arbeit jetzt ab. Ich bin jetzt weg. Mach mal durch. Durchmachen. Durchmachen. In meinem Alter. Ist ja Ostern. Michael! Unser Gast aus Australien ist im Ziel. Na, da hat sich ein junger Läufer eingeschlichen. Oder ist es ein Halbmarathon? Das weiß ich jetzt gar nicht mal ganz genau. Das kann ich mir kaum vorstellen. 21.187. Patrick Ottermann aus Bovenen. Tja, ist wohl ein Halbmarathon gelaufen. Wir begrüßen beide unsere Läuferinnen und Läufer hier im Zielbereich, die jetzt abgekämpft, aber wahrscheinlich auch glücklich im Ziel kommen. Mit einer guten Zeit. Die Vorbereitung für den Marathon, die läuft vielleicht ganz gut jetzt. Man hat einen Testlauf gemacht, man weiß genau, man könnte vielleicht die und die Zeit laufen. So, Moment, ist da hinten. Meine Rundkammer. 24,96. Wow.
Bildern von zufriedenen Breitensportlern beenden wir unseren Bericht von einer Jubiläumsveranstaltung, die in allen Belangen die hohen Erwartungen erfüllte. Bei ausgezeichnetem Wetter und bester Organisation sahen wir spannende Wettkämpfe mit dem Highlight eines neuen Streckenrekords über die Halbmarathondistanz. Aber auch die Freizeitsportler in den Altersklassen zeigten ausgezeichnete Leistungen. Dies ist Heinrich Capella aus Horn. Er ist immerhin schon über 70 und gewann seine Altersklasse in ausgezeichneten 1 Stunde 47 Minuten. Und so viele Zuschauer an der Strecke wie noch nie sorgten für eine einmalige Stimmung. Jeder, der nicht in irgendeiner Form dabei war, hat mit Sicherheit etwas verpasst. Könnte es doch noch einige Zeit so weitergehen, doch dass die Zeit nicht stehen bleibt, daran erinnert uns auch der Weihnachtsmann, der mittlerweile das Ziel erreicht hat. Wir sagen auf Wiedersehen aus Paderborn und freuen uns auf die 61. Ausgabe im Jahre 2007. Die Socken qualmen, was? Halbes Jahr zu früh. Wenn man das wüsste, wie die Zukunft sich darstellt, dann wäre man Prophet und würde sehr viel Geld verdienen. Nein, man kann das nicht sagen. Die Konkurrenz ist sehr groß, gerade auf dem Laufsektor. Und ich denke mal, dass es das große Verdienst ist des Organisationsteams um Horst Wyczynski herum, dass man diese Veranstaltung nicht nur gehalten hat, sondern dass man sie ausgebaut hat, dass man sie zu einer der wertvollsten, bedeutendsten Laufveranstaltungen in Deutschland gemacht hat. Und das gegen die große Konkurrenz, denn wenn wir uns heute im Gegensatz zu früher den Wettkampfkalender angucken, dann gibt es an jedem Wochenende mannigfaltige Möglichkeiten des Laufens. Ich kann mich erinnern, als ich in den 70er Jahren herkam, da war Paderborn so ziemlich das Einzige am Ostersamstag. Es gab eine einzige Konkurrenzveranstaltung, die war unten in der Nähe von Offenburg, also Richtung Breisgau. Und ansonsten gab es nichts. Und heute könnte man am Ostersamstag wahrscheinlich 10, 15, 20 Veranstaltungen, Laufveranstaltungen finden, die eben Konkurrenz sind. Und sich in dieser ganzen Szene, in der Laufszene, die ja nicht etwa, was die Leistung anbetrifft, der deutschen Spitzenkräfte einen Boom erlebt, sondern eher absteigend ist, dass man sich da so gehalten hat und dass man das hinbekommen hat, das ist das große Verdienst von Paderborn. Und deshalb muss einem nicht bange sein, wenn man in die Zukunft guckt, weil mit dieser Organisation, auch mit der Besessenheit, hier was Herausragendes auf die Beine zu stellen, kann man auch guter Dinge in die Zukunft schauen. Was die Zukunft bringen wird, das weiß man nicht. Wir wissen heute, dass die Wirtschaftsunternehmen sehr, sehr selektiv vorgehen, sehr genau hinschauen, wo investiere ich mein Geld und wo investiere ich nicht. Und wenn die Wirtschaft dabei bleibt, wenn sie das Gefühl hat, dass sie etwas zurückbekommt von dem, was sie investiert, dann muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen um diese Veranstaltung, denn Tradition ist ein hohes Gut im Sport und gerade auch bei einer solchen Veranstaltung.